musst einfach wach sein. Und das waren sie halt leider Gottes mal wieder nicht. Warum sollst du das wegen so einer Scheiße einknicken oder anders Fußball spielen? Das macht für mich keinen Sinn. Es hat nicht sein sollen gestern, aber man kann mehr als zufrieden sein mit der Leistung. Der helle Wahnsinn. Wie du solche Elfmeter pfeifst. Es gab keine klare Einstellung, wo du sagen kannst, yo, der ist auf jeden Fall an der Hand. Also schon allein, dass man da überhaupt drüber diskutiert, dass der an der Hand war oder nicht. Junger Vater. Also was war das für ein Spiel? Und vor allem dieser Lucky Punch am Ende. Gonzalo Castro. 3:2. 92. Minute. Gonzalez bricht da unten durch, setzt sich durch. Habe ich es nicht im Podcast schon angekündigt, dass wir das Spiel verlieren werden? Es hat einfach zu perfekt ins Schema reingepasst, dass wir dieses Spiel verlieren werden. Und es bleibt einfach dabei. Seit dem Wiederbeginn von Corona haben wir kein einziges gutes Spiel gemacht. Ich bleib dabei. Diesmal im positiven Sinne, was zur Hölle war das? Das hätte, glaube ich, keine Sau erwartet. Ich glaube, hätte mir irgendwer nach dem KSC-Spiel gesagt, du bist komfortabel am letzten Spieltag auf dem zweiten Platz aufgestiegen. Ich hätte den so hardcore ausgelacht. Das muss mir einer erzählen, wie sowas passiert. Und ein Moinsen zum Zusatz-Podcast vor dem Spiel in Berlin, der eigentlich jetzt, ne, ich werde jetzt, keine Ahnung, zu Berlin schon was gesagt, zum kurzen Spiel wurde schon was gesagt. Ich gehe jetzt eigentlich nur noch auf, ich sag mal, die News oder grob der letzten Woche quasi durch. Stand es dabei der 14., also Mittwoch, 14.10., ziemlich genau 17 Uhr. Der Stand der Dinge, den ich hier gerade nehme, habe wieder einige Tabs offen, wie immer. Ne, die Links sind unten drin in der Videobeschreibung. Also, falls ihr das interessiert, weil ihr da genau die Quellen sehen wollt und so weiter, sind die dort auf YouTube unten drin. Wir legen los. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich der erste ist. Ja, wahrscheinlich schon. Also, wie gesagt, sogar letzte Woche, so seit dem letzten Podcast, was so an News reinkam. Hertha BSC hat getweetet, aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen in Berlin können wir den für den Dienstag geplanten Ticketvorverkauf für den VfB für Berlin gegen Stuttgart leider noch nicht beginnen. Wir stehen in Kontakt mit den zuständigen Behörden und informieren über einen neuen Termin, sobald wir mehr wissen. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass in Berlin am Wochenende, am Samstag, keine Fans im Stadion sind. Ich werde ziemlich sicher, oder was heißt ziemlich sicher, ich werde da streamen. Die erste Live-Reaktion von dieser Saison. Wie gesagt, auf YouTube und auf Twitch parallel gleichzeitig. So wird es, was später noch als News kommt, quasi, so wird es auch sehr, sehr wahrscheinlich gegen Dingensen aussehen, noch gegen Köln beim Heimspiel, weil, ne, wenn man gerade die Entwicklung anguckt und diese Inzidenzzahl und so weiter, hat der VfB, wie gesagt, kommt nachher noch als Quelle, gesagt, dass, ne, am 23. gegen Köln sehr, sehr sicher keine Fans im Stadion sind Freitagabends bei dem Spiel. Das heißt, da gibt es auch einen Livestream, Reaktionsstream von mir auf dieses Spiel. Könnte sein, dass wir jetzt wieder in Zeiten zurückfallen, quasi wie, ne, letzte Saison halt. Also letzten Corona-Spiel letzte Saison, wo ja auch Heimspiele und alles, ne, alles Livestreams waren. Wenn man sich gerade so das Dingensen anschaut, ne, so ein bisschen die Entwicklung anschaut vom Virus und vom Geschehen und so weiter. Jetzt habe ich hier einen Link drin von Stuttgarter Nachrichten. Den News-Flash quasi von denen. Das ist natürlich jetzt eher unpassend, weil immer aktualisiert wurde. Ich weiß gar nicht mehr, auf was genau ich da raus wollte. Ich könnte es mir fast vorstellen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es genau das hier war. Ich lasse trotzdem in der Beschreibung drin, vermutlich. Aber ich meine, es war das, dass es scheinbar auch Angebote gab für Silas, wo aber direkt gesagt wurde, pff, lächerlich, braucht ihr mir gar nicht zu kommen. Auf Wiedersehen. Hier hat irgendwer geschrieben, dieser Tsubasa-Insider wurde auf Twitter zitiert, zu unserem Deal mit Ahamada, dass die Kaufoption wohl bei knapp 2,5 Millionen liegt. Was sich aber gleich in den nächsten News auch nochmal ändern wird. Da Mislint hat zum Beispiel ja auch jetzt quasi in einem podcastmäßigen Ding mit SWR Sport geredet hat und da hat er auch gesagt, ja, 1,5 Millionen. Und ich meine, er hat auch das gemeint, oder circa 1,5 Millionen. Ich glaube, er hat sogar auch das gemeint, dass es quasi eine Kaufpflicht zieht oder sowas in die Richtung, wenn wir den Klassenerhalt schaffen. Genau, auslaufende VfB-Verträge. Sehr interessant finde ich das. Ich lösche mal ein anderes Ding raus. Die 2,5 Millionen sind nicht mehr aktuell. Den Newsflash kommen wir mal auch raus, das Ding.
Hier auslaufende VfB-Verträge 2021. Castro, derzeit 33 Jahre, Bartstuber, 31, Davi, 30, Al-Gadoui, 30, Kaminski, 28, Ailton, 25, sowie Leihspieler Mafropanos ohne Kaufoption und Armada mit Kaufoption. Also das klingt schon ziemlich, also ne, wenn man jetzt was Böses will quasi, oder was heißt, ne, das heißt was Böses will, aber es klingt einfach top. Du brauchst von denen, wenn man so mal drauf guckt, ne, Armada außen vor gelassen, brauchst du von denen niemanden zu verlängern. Wenn ich ganz ehrlich bin, du musst von denen niemanden verlängern. Castro nicht, Bartstuber sowieso nicht, Didavi nicht, Al-Gadoui nicht, Kaminski vielleicht noch, die nach Abwehrsituation, aber sonst brauchst du von denen keinen zu verlängern. Vom Alter her, von der Position her, von, was weiß ich, Marktwerten her, du brauchst von denen keinen zu verlängern. Eigentlich echt top. Und die dicken Fische, so Gonzales, Silas und so weiter, Mangala, glaube auch, die haben alle noch gut Vertrag. Alle noch so 3-4 Jahre Vertrag. Also da zieht gerade kalertechnisch und Vertragssituationen mäßig auch echt ganz gut aus. Hier am 6. Oktober kam auch Kalajdzic, wird bei der österreichischen Nationalmannschaft aktuell geschont. Macht er das Abschlusstraining nicht mit, Grund-Oberschenkelprobleme. Ich weiß nicht, wie aktuell das ist, aber ich glaube, der soll schon zocken können am Samstag. Und dann hier vom VfB auch 6. Oktober. Schön, dich wieder am Ball zu sehen, Nico González. Wieder auf dem Platz, wieder im Training. Mal schauen, ob der gegen Berlin schon einsatzbereit sein wird. Hier ist Sosa wieder mit einer, ja, ne, keine Ahnung, so Aussagen von Spielen sind immer schwierig. González hat ja auch schon in den letzten zwei Sommertransferfenster gesagt, yo, ich will gehen und bla 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 und nie ist was passiert. Und Sosa hat gesagt, sie wollten mich nicht gehen lassen, ich hatte Angebote, bla bla bla. Aber ja, gut. Meiner Meinung nach musste auch kein Sosa gerade abgeben, ist mindestens mal ein gutes Backup, denn irgendwo auf Krampf irgendwohin auszuleihen, ja, keine Ahnung, ne? Ich würde jetzt die Aussagen auch nicht überbewerten, von wegen, dann geh halt, wenn du keinen Bock auf uns hast, aber klar, wenn der halt nicht so häufig spielt, aber dann muss er halt natürlich auch entsprechend Leistung zeigen. Die paar Spiele, die gespielt hat diese Saison bisher, waren jetzt nicht großartig schlecht, aber die waren noch nicht großartig gut. So. Dann hier, ich glaube, die Abstimmung müsste sogar noch laufen, aber ich glaube auch mal retweetet. Habt ihr hoffentlich auch schon gemacht. Hier. Spieler des Monats. Auch natürlich mit FIFA verbunden, aber ich glaube auch der offizielle Bundesliga-Spieler des Monats ist unser Sasa Kalajdzic nominiert worden. Wäre natürlich sehr, 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 sehr geil, wenn der es holen würde. Es ist aber sehr, 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 sehr unrealistisch, weil du jetzt auch so Leute wie ein Sané dabei hast. Da ist ein Kramaric dabei und so Geschichten. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, aber es wäre sehr, sehr geil. Also da einfach tapfer reinvoten. Hier die Deutsche Post AG engagiert sich ab sofort für 2 Jahre mit ihrem klimafreundlichen Versandservice DHL Green sowie dem Umweltschutzprogramm Go Green partnerschaftlich beim VfB Stuttgart. Das ist einfach nur so als News mal dahingestellt. Am 8. Oktober haben wir ein Testspiel gewonnen in Freiburg. 3-0 gewonnen. 2 Kisten Koulibaly, den Elfmeter zum 3-0, den Elfmeter zum 1-0, also zum dritten Tor, den Castro reingemacht hat, hat er, glaube ich, auch rausgeholt. Also, ne? So. Top. Klar, ne, bei uns auch quasi länderspielmäßig geschwächt, bei Freiburg auch nicht wirklich der A-Kader im Team. Aber klingt ganz gut und ne, Koulibaly macht da scheinbar weiter, wo er gegen Leverkusen quasi angefangen hat. Nämlich einfach richtig gut und richtig energisch, ja, in Richtung Kang. In Richtung richtig, richtig, richtig festes Bestandteil in diesem Kader zu gehen. Ob Startoption, keine Ahnung, Startelf, aber der Junge scheint schon Bock zu machen. Auch nochmal der Kicker-Artikel dazu. Da steht nochmal ein bisschen genauer, minimal genauer drin, wie das Spiel so gelaufen ist. Hier, Clinton Mola hat Comeback auf dem Platz in Sicht. Das heißt, das sieht dann auch so aus, als würde es eher in nächster Zeit werden als dieses Januar-Ding, weil hier auch nochmal das Zitat von ihm drin, vermisst hat Tritt, eine schnelle Verbesserung eines Clinton in 3-4 Wochen vielleicht schon wieder dabei. Geht es langsam, fehlt er uns womöglich bis Januar, aber das scheint dann wohl auch sich ganz gut zu entwickeln. Es scheint auch so ein richtig ekelhafter Verletzung einfach zu sein, dass halt, ne, es einfach schwierig ist, da genau fair zu sagen, was passiert. Hier hat eigentlich gar nichts Großes mit dem VfB was zu tun, aber ich sag mal, diese nicht unbedingt Sympathie zu Union Berlin durch die Relegation, was auch irgendwie, ne, die habe ich auch irgendwie, aber es ist auch irgendwie Bullshit, weil, ne,
was können die Union-Fans oder der Club allgemein dafür, dass sie uns in die Relegation geschlagen haben, da waren wir selber schuld. Aber hier auch diese Aktion von Union, gerade dieses Vorpreschen in diesem ganzen, diesem Stadion-Fan-Thematik, selbst zu so einem geschissenen Testspiel da Leute zuzulassen und so weiter. Abstände, ja, wenn man sich die Videos so anschaut, kann man die auch besser halten, also alles sehr, sehr fragwürdig. Die Inzidenz da viel höher und so weiter, keine Ahnung. Das ist mir gerade so ein bisschen, sich selber ein bisschen aufs hohe Ross stellen, so keine Ahnung, jo, wir wollen was ändern, guck mal, wir geben jedem einen Test, dann können wir da alle rein und sowas, keine Ahnung. Vielleicht ist das ja am Ende ein gutes Vorgehen, vielleicht finden es ja irgendwelche Optionen, die es dann wirklich möglich machen und für alle okay sind, alle Absprachen drin haben, alles Hygienemäßiges passt und so weiter und so fort, aber das wird gerade einfach so ein bisschen auf Krampf und vor allem gerade, wo die Zahlen wieder steigen, ist das einfach ein schwieriges Thema. Hier Datenaffäre beim VfB, der Auftakt der Aufklärungsarbeit verläuft holprig. Auch nochmal ein Artikel von der Waiblinger Zeitung. Da kommt aber gleich nochmal ein bisschen was Aktuelleres. Und da unten steht nochmal schön die Datenaffäre nochmal in drei Punkten zusammengefasst. Dass es diesen Kicker-Bericht gab. Der VfB soll im Frühjahr 2016 eine Kooperation mit der PR-Agentur von Andreas Schlittenhardt geschlossen haben und darüber hinaus großes Potenzial in dessen Facebook-Seite Fokus VfB erkannt haben. Dann wurden per Mail oder wurden scheinbar per Mail Telefonnummern, Mailadressen und Infos zur Teilnahme an vergangenen Versammlungen von Mitgliedern weitergeschickt, damit man halt bei der Mitgliederversammlung 2017 dann tatsächlich mit klarer Mehrheit diese Ausgliederung der Profiabteilung vorantreiben kann. Und da ist jetzt eben gerade eine Sache dran, dass man da ein bisschen aufräumt und das mal klar macht. Wir haben einen ganz netten Link reingepackt, finde ich ganz nice. Man kennt es ja, dieses Hands of God heißen die, glaube ich, ja genau. Wo ich auch das Tirotte-Bild bei mir stehen habe zum Beispiel. Die haben jetzt auch einen Rittersport-Adventskalender rausgehauen vom VfB mit Design. Sieht eigentlich ganz nett aus, ne? Keine Ahnung, sonst, ne, ist ja auch nur ein Adventskalender oder sowas, aber der sieht tatsächlich mal nach was aus, deswegen ist der Link da auch unten mit drin. Eine weitere, ich sag mal, grüne Meldung vom VfB. Der VfB hat neben 5 weiteren Profivereinen an der Nachhaltigkeitszertifizierung Sustain Club teilgenommen. Sustain Club ist der erste und einzige anerkannte Nachhaltigkeitsstandard und Orientierungsrahmen im Profifußball. Klingt auch schon mal top. Rookie des Monats wurde leider, und ich muss eigentlich fast sogar sagen, irgendwie ein bisschen unverdient, Jude Bellingham. Klar, einfach den maximalen Hype. Einen Assist hat er gegeben und so, aber wenn man sich die Stats anguckt und wenn man sich den Club anguckt, für den er spielt, und wenn man sich die Gegner anguckt, immer verhältnismäßig, dann hätte das halt einfach unser Silas so viel mehr verdient gehabt. Aber es war klar, es ist einfach dieser Hype. Du hast hier, wie gesagt, 40% Fanvotes, 30% Clubvotes und 30% Expertenstimmen, Abgaben. Und da war es klar, es ist halt dieser Bellingham wird, einfach weil er der größere Club ist. Fertig ist es leider. Der von Bielefeld, der Pieper, hat sowieso gar keine Chance. Aber da hätte es, ne, noch mehr als der Kalajdzic hätte hier auf jeden Fall Silas verdient gehabt, aber ist ja leider nicht so gekommen. Hier ist dann auch auf Twitter, wo steht, für Nairu Ahamada besteht bei Klassenerhalt eine Kaufpflicht, bei Abstieg eine Kaufoption, Ablösesumme 1,5 Millionen, den lassen wir drin, den vorhin mit 2,5 Millionen nicht. Nochmal ein Tweet vom VfB, einfach ein paar, sagen wir mal, positive Zeichen, die so ein Riesenclub mit so einer Riesenreichweite auch bringen kann, wie diese grünen Aktionen, also ich sag mal grüne Aktionen, halt diese mit der Post und so weiter. Ein Sustain Club hieß es, glaube ich, vorhin. Lebensretter gesucht, lasst euch online als potenzielle Stammzellenspender registrieren. Die KMS habe ich auch mal unten, wie gesagt, die Links alle unten drin. Hier dann der offizielle VfB-Meldung, Heimspiel gegen Köln ohne Zuschauer. Bei jetzt 7-Tage-Inzidenz halt eben nicht bei 50, sie ist bei 50 und damit halt höher als diese, was sind das? Ich weiß aber nicht, 35 oder 37, die es sein dürfen, keine Ahnung. Auf jeden Fall einfach mehr. Davon tatsächlich auch betroffen die Heimspiele aller Nachwuchsleistungszentrum-Teams. Somit auch die Heimspiele der VfB U19 am Freitagabend und der VfB U21 am Samstag. Da müsste ja auch sogar das coole Spiel gegen Bayern geben. Der U19 müsste es sein. Also schade für die, die da öfter hingehen, weil es sind ja schon immer ein paar Fans zumindest da. Hier aber nochmal ein weiterer Artikel. Mola wieder auf dem Platz. Gonzalez und Tommy im Teamtraining. Anton bricht verletzt ab. Also mal gucken, ob von Gonzalez und Tommy, also ich tippe mal zumindest auf Kader und Bank und bla bla bla, ob da auch hier wer in der Startelf steht von den Kollegen.
Da hat man hier kurz die Aktion Sportschau und Sky bangen um die TV-Übertragung an diesem Wochenende, was sie jetzt aber, glaube ich, auch wieder hinbekommen haben. Also ich kann den Artikel auch wieder rausschmeißen. Gehen wir eher aktuell auf den hier. So sollen die Bundesliga-Übertragungen gewährleistet werden. Nur kurz so als Reminder, auch Corona hätte auch die Möglichkeit, unsere Spielübertragungen flach zu legen, so, weil die haben jetzt natürlich dann die ganze Hygienekonzepte geändert und so weiter. Eben wegen diesen Geschichten, davon wegen zwischen Bundesländern und so alles unterschiedlich und so, ne? Schwierig, aber das war klar, dass es daran nicht scheitern wird. Die haben so viele Mitarbeiter, so große Sachen wie Sky, Sportcast und so weiter, wie der ganze Kack da heißt, oder? Heißt das Sportcast? Ich glaube schon, irgendwie so in die Richtung heißt es, dass die das schon hinbekommen werden und sie wieder zu liefern. Auch Sportschau und sowas, und das machen sie auch. Also die Übertragungen gibt es ganz normal am Wochenende, wie man es gewohnt ist. Wo mal hier, dann VfB-Meldung, Twitter, Waldemar Anton hat sich im Training am Montag eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zugezogen und kann vorerst nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Gute Besserung, Waldi. Ich tippe mal sehr stark darauf, dass dann dafür ein Karasor zockt oder halt ein Stenzel. Steht auch hier im Kicker nochmal drin, da lasse ich mal die Kicker-Meldung drin statt dem, weil da kann man noch ein bisschen mehr lesen. Dann sind wir hier, hat man eine Mail bekommen. Ich weiß nicht, ob der VfB einen offiziellen Tweet dazu auch abgesetzt hat, aber zumindest die Mitglieder haben eine Mail bekommen. Ich packe euch auch mal so einen ellenlangen Link rein. Ich weiß nicht, ob ihr den überhaupt öffnen könnt, weil es ja quasi von der Mail kommt, aber ich glaube schon, dass ihr es könnt. Mitgliederinformation aktuell zur Datenschutzthematik. Kann ich auch durchlesen, wo sie einfach mal kurz erzählen, quasi, wen sie alles rangeholt haben, was sie verändert haben und so weiter. Kurz einfach gut auch. Die Mitglieder mal kurz auf den Stand der Dinge zu bringen. Wie sieht's aus? Wen haben wir da alles rangeholt? Wer arbeitet daran? Bla bla bla. Dann hier kurz Verletzungsupdate zum VfB vom 13, also von gestern. Anton Mehr ist fraglich. Kalajdzic unklar, noch ohne Einsatz für die österreichische Nationalmannschaft, hatte Muskelprobleme. Massimo heute nicht im U21-Kader, weil angeschlagen. Mal gucken. Dann, wie gesagt, hier der Beitrag mit Sven Mislintat, 28 Minuten lang, von Sport, von SWR Sport. Sehr, sehr cooles Ding, sehr sympathischer Typ. Der Mislintat hat da noch ein bisschen den Weg für Jugendspieler und so weiter, da Fragen beantwortet und so weiter. Also anschauen, weil ist eigentlich, ne, die latschen halt so ein bisschen übers Training, über den Trainingsplatz und so weiter. Aber halt vor allem quasi Anhörempfehlung von mir. Dann hier Stuttgarter Nachrichten, VfB-Vorstandschef strukturiert Führungsebene um. Der arbeitet, der Hitzesberger schafft einfach, ne? Der schafft. Demnach soll der Bereich unter dem Vorstand verschlankt werden. Von den aktuell 20 Bereichsleitern sollen künftig 10 zu Direktoren werden. Die anderen 10 werden laut des Berichts zurückgestuft. Auf Kündigungen will der VfB laut Hitzesberger verzichten. Es wird Enttäuschungen geben, aber wir wollen in der zweiten Führungsebene effizienter werden, sagte Hitzesberger zum Blatt. Wir möchten schnelle Entscheidungswege, klare Zuständigkeiten. Finanzielle Einbußungen soll es für die zurückgestuften Reichsleiter nicht geben. Die Mitarbeiter haben ja bestehende Verträge, bla bla bli bla blub. Da haben auch schon ein paar Leute auf Twitter geschrieben, von wegen, wow, 20 ist da auch schon ganz schön viel, krass und so. Da habe ich gar keine Meinung zu. Aber ne, es wird einfach geschafft beim VfB. Ne? Hier auch von Transfermarkt.de nochmal Castro. Sieht außergewöhnlich viele Talente beim VfB. Ein bisschen hat Zeichen gesetzt. Auch nochmal so ein bisschen, ne, dass wir einfach unsagbar junge Truppe haben hier in den Euro. Was war das hier? In den europäischen Top 5 Ligen sind diese Saison bisher nur bei 7 Teams die Startaufstellung im Schnitt jünger gewesen. Also eine ganz, ganz wilde Nummer. Da wird auch nochmal der Podcast angesprochen von SWR Sport. Bisschen was zu unseren Jugendspielern, der französische Markt, den er gerne so rannimmt, der Mislintat. Wie es so mit den Eigenwechseln aussieht, weil er hat auch gesagt im Podcast, dass jedem hier ein klarer Weg aufgezeigt wurde. Auch so Leuten wie im Dayaku oder einem Per Lockel, die halt sich nicht für den Weg entschieden haben, ist ja auch alles in Ordnung. Und wie gesagt, hat er auch als nettes Beispiel gebracht, der Ahamada zum Beispiel oder der Clinton haben auch von Juve und von Chelsea ein Projekt aufgezeigt bekommen, haben sich lieber für uns entschieden, auch alles in Ordnung. Und das natürlich dann auch zum Beispiel da auch so quasi die Tür aufgemacht, dass die halt, ja, die haben ihre Chancen im Training, sie haben quasi die Tür, sie müssen es halt nur selber aufmachen, blöd gesagt. Und das natürlich auch auslaufende Verträge, habe ich ja vorhin angesprochen, dass auch die von Jugendspielern aufgefüllt werden können. Beispielsweise Kaminski kannst du füllen mit einem Mack oder ein Donus oder sowas, jetzt nur mal so als Beispiel. Also hat er nicht gesagt, das wäre so meine Idee zum Beispiel.
wenn man halt den Leuten das Niveau zutraut. Das ist halt auch immer so die Frage. Ne? Jugendspieler, alles nett, alles cool und sowas. Wenn da jemand so den Weg geht, also klar, der, weiß nicht, ob der auch schon überhyped wird oder die Hoffnung zu groß ist. Der hat ja auch bisher verletzt gewesen. Mal gucken, wann er zurückkommt. Aber wenn jetzt halt zum Beispiel einen Eckloff voll durchstartet, ne, auch cool und sowas. Aber ich sehe jetzt nicht das große Problem, dass man halt Leute von anderen Clubs holen, die halt einfach top sind. So, Müssen hat auch gesagt, Leistungsprinzip, ne? Wäre natürlich geil, wenn Marken Aidonis und sowas da öfter zocken würden oder Leute von ganz weit von U19 irgendwann mal hochkommen oder so Eckloffs halt und sowas. Alles cool, ist auch mal ein bisschen mehr Feeling, weil die einfach, ne, diese Connection einfach zum VfB haben, die seit die Jugendteams gegangen sind und so weiter, einfach Stuttgarter Jungs sind, die jungen Wilden und so weiter, ne? Aber keine Ahnung, wenn du dann Talent für gutes Geld oder halt für gar kein Geld, wie du zum Beispiel ein Cissé oder sowas mitnimmst oder dann auch ein Koulibaly, hat auch nichts gekostet, glaube ich, oder zumindest mal eine minimale kleine Ausbildungs-, also für fußballerische Verhältnisse, für Fußballverhältnisse minimale kleine Ausbildungsentschädigung, dann nimm halt die, wenn die Leistung bringen, dann nimmst du die. So, es geht um Leistungsprinzip. Bringt uns ja, jetzt mal ganz übertrieben gesagt, bringt uns ja nichts, drei Leute bei uns aus der Jugend ins Team reinzuschmeißen, die aber allesamt schlechter sind als drei Leute, die wir von außerhalb geholt haben. So, das bringt uns ja, ne, das ist romantisch und so und schöner und sowas, aber Leistungsprinzip sollte da schon nochmal ein Ticken wichtiger sein. Und dann jetzt noch quasi der frischeste Artikel, 16.43 Uhr von Bild, Konstantinos Mavropanos angeschlagen. Muss sich der VfB Sorgen um die Abwehr machen. Erst verletzte sich am Montag Waldemar Anton im Training. Jetzt fehlte Mittwoch nach Bildinformationen Innenverteidiger Konstantinos Mavropanos bei den Einheiten. Auf Nachfrage wollte der Verein keine weiteren Angaben zum Grund geben, zum Grund machen. Steht nicht im Artikel drin, aber da ist, kommt natürlich auch direkt immer die Frage, okay, ist das vielleicht ein Corona-Fall? Das war, glaube ich, auch was Mangala, glaube ich, der da irgendwie am Anfang der Saison oder sowas in der Vorbereitung oder sowas öfter nicht dabei war. Und das auch quasi von der Zeit her hingekommen wäre, dass der Corona gehabt hätte oder Corona gehabt haben könnte. So. Auf jeden Fall hier, ne, bereits vor dem ersten Einsatz von Mavropanos gegen Leverkusen hatte der VfB-Trainer gewarnt. Die Probleme, die er hatte, sind chronisch, man muss sie steuern, damit er keine Beschwerden bekommt. Das wäre natürlich scheiße. Offen daher, ob es für Mavropanos für das Hertha-Spiel reicht. Ich meine, klar, du kannst immer noch rein vom Namen eine Bundesliga-taugliche Abwehr stellen, ne? Kempf, Stenzel, Karasor. Oder stellst halt gar einen. Das ist jetzt auch zum Beispiel die Chance für einen Jugendspieler. Mag, Aidonis. Oder du stellst halt wirklich ein Endo mal hinten. Schiebst nach hinten, wie es ja öfter im Spiel passiert. Oder es reicht halt für Mavropanos noch. Wäre natürlich noch viel besser, ne? So die Wunschabwehr quasi, so Anton, Kempf, Mavropanos. Das ist so meine Wunschabwehr eigentlich. Wäre natürlich super geil. So, jetzt kommen die Ersten wieder zurück, so ein bisschen von Verletzungssachen. So Gonzales, Tommy und so Geschichten, Mola. Und dann haben wir direkt wieder zwei neue auf der Liga. Aber da war es hast auch halt noch von niemandem eine Angabe. Nach dem Motto, Anton fehlt 4 Wochen und Mavropanos fehlt 5. Weiß halt noch nicht, muss halt gucken. Aber Verletzungen, da reagierst du erstmal allergisch. Ey, so ein Kack. Aber dann würde ich sagen, Samstag Stream gegen Berlin. Auf Twitch sowie auf YouTube, beides gleichzeitig, soweit das alles funktioniert. Genau, dann sehen wir uns da. Es kann auch gut sein, dass mal so gelegentlich, quasi mehr oder minder random, halt unangekündigt, also die VfB-Spieler wisst ihr ja, wann die sind. In dem Podcast auch immer wieder, wann ich dann streame und so weiter, ne? Oder beziehungsweise man kann ja immer gucken. Die Auswärtsspiele zumindest mal werde ich vermutlich jetzt immer streamen fast. Und Heimspiele musst du halt gucken. Wenn bei einem Heimspiel keine Zuschauer rein dürfen, werde ich ziemlich sicher auch eine Großzahl, die meisten oder fast alle davon auch streamen. Aber ich meine, so nebenher, unangekündigterweise, weil das ist ja quasi angekündigt, ihr kennt ja den Spielplan, gibt es vielleicht auch mal paar Streams mehr in Richtung Gaming und so Geschichten, wo ich dann nicht quasi mit Greenscreen und sowas auf dem Sofa hocken und VfB-Spiel gucke, sondern halt eher am Rechner hocke, vielleicht auch mit Greenscreen, aber quasi dann am Rechner hocken, ein bisschen zock mit euch oder mit Kollegen und so weiter. Schauen wir mal. Auf jeden Fall eine Überlegung, mehr oder minder in Planung. Das dann auch vermutlich auch auf Twitch sowie auf YouTube gleichzeitig. Wie immer schon gesagt, wenn es auf Twitch, kann ich jetzt auch nicht sagen, der erste Stream lief scheiße, mache ich nicht weiter. Aber wenn es auf Twitch quasi
sich abzeichnen, dass da keine Sau guckt, dann natürlich vielleicht auch nur noch auf YouTube dann wieder, aber erstmal beides parallel. Also so auch die VfB-Reactions und irgendwelche nebensächlichen Streams, ne, was genau das dann immer oder gelegentlich dann wird. Ne? Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, Zuhören, wie auch immer. Schreibt mir immer euer Feedback rein. Kommen ja echt schon ordentlich gut viele Kommentare, selbst unter die Podcasts runter. Wie immer die Links in der Beschreibung und so Geschichten. Und dann bis zum nächsten Mal.